Ja, guten Morgen hier auf dem Marktplatz von Hildburghausen. Begrüße euch heute mal mitten in der Stadt zu meiner heutigen Etappe vom Werra-Burgensteig. Ja, ich muss jetzt erstmal wieder zum Burgensteig zurück. Ich habe in der Pension zur Falkenklause geschlafen. Hat mir gut da gefallen. Mit 38 Euro inklusive Frühstück war das ganz okay. Ja, und jetzt freue ich mich auf einen weiteren Tag auf dem Burgensteig. Stadt, von der Altstadt kann man mit dem Aufzug runterfahren oder die Treppe nehmen. Aber da ich so einen großen Rucksack habe und noch ein paar Höhenmeter vor mir habe, nehme ich jetzt einfach mal den Aufzug. Der ist ja da. Hier oberhalb von Hildburghausen gibt es auch so einen Bismarckturm und er ist offen. Ich schaue mal, dass ich da jetzt hochkomme. Ja, schon eine Wahnsinnsaussicht von hier oben. Ja, grüße euch hier vom Bismarckturm bei Hildburghausen. Also von Hildburghausen aus geht es hier ganz schön bergauf. Ist gar nicht so weit weg von Hildburghausen. Ich habe vorhin aufs GPS geguckt. Ich habe noch keine 3 Kilometer heute. Aber die ganze Zeit geht es nur bergauf und dann, sobald man aus der Stadt raus ist, im Wald, da geht es dann richtig, richtig hoch. Aber ich wollte mal ein paar Worte über die Wegemarkierung hier verlieren. Also ohne GPS wäre ich aufgeschmissen, weil der Weg ist nicht so aktuell. Im Moment wird ja immer der X5H, der hessische Burgensteig, der wird ja überall angepriesen. Aber der alte X, ich nenne ihn jetzt mal alte X5, der Werra-Burgensteig, der wird gar nicht so angepriesen und dementsprechend gibt es auch keine aktuelle Literatur. Es gibt noch vereinzelt Karten, aber ich habe keine bekommen. Vielleicht bei eBay oder im Antiquariat wird es Karten geben.
Ich habe auf jeden Fall kein direktes Kartenmaterial gefunden. Es gibt, gibt Wanderkarten, wo dann der X5 mit eingezeichnet ist, aber dann hätte ich, weiß ich nicht, wie viele Karten kaufen müssen. Ich habe eine habe ich mir gekauft, da stand drauf mit Werra Burgensteig, ja, von dem Abschnitt, den ich gehe, da wäre der letzte Tag oder die letzten anderthalb Tage, die wären drauf gewesen. Also somit verlasse ich mich ausnahmsweise diesmal nur auf GPS, obwohl ich eigentlich lieber eine Karte dabei habe. Nur also auch mit Karte wär's echt blöd, weil die Wegemarkierung, die ist zwar vorhanden, aber die ist so angebracht, dass sie zugewachsen ist. Also wenn du kurz davor stehst, dann siehst du es, aber an der eigentlichen Abzweigung, also ich habe gerade wieder eine Situation gehabt, ich stand an der Abzweigung, habe mich zweimal im Kreis gedreht und ohne GPS, aha. Zumal muss man auch dazu sagen, der Track, den ich runtergeladen habe, der stimmt auch nicht. Ich vermute mal, da ist einer hier den Werra Burgensteig gegangen, hat den Track aufgezeichnet und so wie er gegangen ist, auch falsch gegangen ist, hat er ihn dann hochgeladen, ist an vielen Stellen nicht schlimm, aber ich, so wie ich es jetzt gesehen habe, wäre ich zum Beispiel nicht hier zum Bismarckturm gekommen und ist schon eine schöne Aussicht von hier oben, muss man ganz ehrlich sagen. Naja. Ich habe heute auch wieder Zeit. Ich habe heute auch wieder nur so 17, 18 Kilometer. Ja, okay, mit Zuwegen. Also ich habe jetzt hier anderthalb Kilometer von der Pension gehabt. Ich schätze mal, in Thema wird es auch wieder so anderthalb, zwei Kilometer sein, sodass ich auf knapp über 20 kommen werde. Das ist in Ordnung. Bin um kurz vor 8 an der Pension losgelaufen. Ich glaube, an der Kirchturmuhr stand Viertel vor 8. So, von daher habe ich heute wieder genügend Zeit. Kann mir die eine oder andere Pause gönnen, zwischendurch mal einen Tee machen. Und ja, es wird heute scheinbar wieder ordentlich heiß. Ist jetzt schon recht warm. Ich ärgere mich ein bisschen. Ich habe den Temperatursensor von Garmin, den habe ich leider zu Hause an meinem kleinen Rucksack vergessen. Hätte mich jetzt schon interessiert, wie warm es unterwegs mal immer so gewesen ist. Ist mir gestern erst aufgefallen, dass ich das Ding ja gar nicht dran habe. Natürlich blöd. Und die Anzeige im Handy, das ist ja auch immer nur so eine Wetterstation-Anzeige. Ob die immer so stimmt, das weiß man ja auch nicht. Ja, ich werde mich dann mal langsam wieder auf den Weg machen. Genug gequasselt. Na, braucht noch einer von euch Kienspan? Ich glaube, da ist genug. Ja, abseits der großen bekannten Wege wie Rennsteig oder Werratalradweg ist der Werra Burgensteig, so wie hier teilweise, ziemlich wild und verwachsen, ziemlich ursprünglich. Ja, da muss man halt öfter mal seine Beine nach Zecken absuchen, wenn man hier durchs hohe Gras will. Ich weiß ja nicht, ob unter meinen Zuschauern auch Modelleisenbahner sind, aber falls ihr noch mal eine Anregung braucht, ich habe euch ja auch noch gar nicht gesagt, was heute Ziel ist. Also heute
geht es dann von Hildburghausen nach Thema. Ja, schlafen werde ich da im Gasthaus Lindeneck. Ja, mal schauen. Bis jetzt waren die Pensionen ja ganz in Ordnung. Aber allzu viel habe ich heute noch nicht geschafft. Ja, morgen habe ich ein längeres Stück vor mir, da kann ich nicht so viel rumbummeln wie heute. Aber heute nutze ich das aus. So, hier könnt ihr jetzt sehen, was bis jetzt aus der Werra geworden ist. Ja, schon, kann man schon langsam Flüsschen zu sagen. Ja, jetzt geht es endlich mal so ein Stück an der Werra entlang. War schön angenehm kühl hier jetzt bei dem Wetter. Ja, so schnell kann es gehen. Jetzt sitze ich hier am Bahnhof. Ja, bin zur Pension hin. Da sagten die, nee, haben wir nicht. Da sag ich, wie, ich habe doch mit ihnen telefoniert. Nee, haben sie nicht. Da sag ich, kann nicht sein, ich habe hier angerufen und reserviert. Nö, die wären voll, die hätten nichts. Ja, gut, was soll ich machen? Ja, am Bahnhof, vorhin wurden wir unterbrochen, da kam dann auf einmal so eine Horde Schüler an, sag ich jetzt mal so. Ja, also Reservierung hat irgendwann nicht hingehauen, war doppelt gebucht, so wie es aussieht. Und komischerweise, genau heute oder jetzt zu den Tagen findet im Thema oder im Nachbarort irgendeine Messe statt. Ja, und alles ausgebucht, also war nichts zu machen. Beziehungsweise ich bin direkt am Marktplatz Touristeninformationen rein. Die haben zum Glück heute eine halbe Stunde länger aufgehabt. Ja, und ja, da muss ich sagen, da war ein sehr, sehr netter Mann, der hat sich echt Mühe gegeben und hat mir jetzt ein Hotel besorgt, einen Ort weiter, in Fachdorf. Ja, Fachdorf hätte ich erst morgen hingemusst. Am Morgen hätte ich ja eine Tour von 34 Kilometern gehabt. Ich werde jetzt aber morgen nicht mehr mit dem Zug zurückfahren. Das spare ich mir morgen, weil es soll ja morgen auch wieder Richtung 30 Grad gehen. Dann laufe ich halt morgen hier von Fachdorf aus los. Ich weiß jetzt nicht, schätze mal so 8 Kilometer weniger. Ja, dann bin ich immer noch weit über 20. Muss ich mal morgen genau schauen. Ich bin jetzt gerade erst im Hotelzimmer, bin noch nicht geduscht, nix. Ja, aber nettes Zimmer hier, direkt mit zwei Betten. Hätte zwar nur eins gebraucht, aber Einzelzimmer haben die hier nicht. Die nehmen hier nur, vermieten aber einzeln, alles gut. Werde jetzt duschen und dann nochmal sehen, dass ich noch was zu essen kriege. Dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.